Hallöchen, ihr Lieben, wir haben uns heute hier zusammengefunden für ein Get Ready with Me, weil ich habe noch nichts aufgetragen außer Pflege und bin noch etwas neckisch im Gesicht. Ja, wir schminken heute einen Look, die habe ich euch nämlich noch gar nicht gezeigt, das ist mir erschreckendermaßen aufgefallen. Und zwar die Anastasia Soft Glam Palette. Die habe ich jetzt schon eine Weile. Habe ich auch Anastasia UK bestellt. Und die sieht so aus. Wieder mit diesem Samt, dieser Samtoptik. Und das sind die wunderschönen Farben und der Pinsel fällt raus. Also ich finde die Farben wirklich sehr, sehr schön. Man hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matte Farben und 1, 2, 3, 4 schimmernde Farben. Sorry. Und ja, die Eckdaten. Also sie ist auf jeden Fall cruelty-free. Hat €50 gekostet. Gut, da steht immer 6 Monate haltbar, aber das ist ja immer, das stimmt ja alles so nicht, weil es ist immer länger, aber steht ja gar nicht, wie viel Gramm das hat. Ich weiß, dass es nicht so viel ist, weil die Pfannen relativ klein sind, also der Pen. Aber hier steht überhaupt nichts. Ah, doch hier. Im Gesamten haben wir hier 0,74 und pro Pen eben nur 0,02. Also es ist wirklich nicht viel. Und ich denke halt einfach, wenn man eine Lieblingsfarbe da drin hat, dann ist das sehr schnell hit the pen. Ich kann ja mal ein paar Farben swatchen, so zwei matte und zwei schimmernde Töne, dass ihr mal seht, wie die Pigmentierung ist. Also die ist auf jeden Fall gegeben, sage ich mal. Und ja, und performt auf dem Auge wirklich gut. Und ja, genau. Und dann würden wir mal loslegen. Als erstes prime ich mein Gesicht. Und zwar mit dem Get Better Work Primer von Essence. Ich finde den so gut, ne? Der ist wasserfest, Lichtschutzfaktor 20 und einen Instant Blur Effekt. Den kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Der ist so ein bisschen grünlich, hält Schwitzen stand, ist wasserfest. Ich finde den wirklich gut. Und den tupfe ich mir jetzt einfach auf die Stellen. Jetzt habe ich natürlich nichts für die Stirn. Bisschen hier, ein bisschen da und dann verteile ich das einfach im Gesicht. Und das gibt mir dann es gibt mir dann einen schönen Effekt. So, ja. Also ich finde es wirklich gut. Vielleicht auch ein bisschen die Rötungen aus. Und sehr angenehm. Von daher ist es wirklich sehr schön. Ja, genau. Das lassen wir jetzt ein bisschen einziehen. Boah, mein Hals tut so weh. Ich habe so Halsweh. Ich hoffe, ich kriege hier keine Erkältung. Dann werde ich erstmal mein Lid abpudern, dass der Lidschatten und der Primer hält. Oder eine Fläche einfach für den Primer. Immer gut abpudern. Das ist wichtig.
dass das sich nicht irgendwo absetzt. Weil es ist so unschön, wenn sich das irgendwo absetzt. Ja, sieht einfach nicht aus, sag mal so. Dann meinen I Love Dingsbums Color Base. Geht jetzt auch schon langsam leer. Ich glaube, es landet im nächsten aufgebraucht. Auf jeden Fall, weil das gibt hier nämlich so viel ab. Ja, am Anfang. Ja, was steht in der nächsten Zeit bei mir an? Genau, das wollte ich eigentlich bequatschen. Deswegen habe ich das ja hier gemacht. Ja, jetzt pudere ich das wieder mit dem Puder ab. Ja, als erstes gehe ich mit einer Bekannten im Mai nach Karlsruhe zu Bülent. Da freue ich mich schon richtig drauf. Bülent Schillern, da bin ich schon richtig, freue ich mich drauf, wenn wir da zusammen hingehen und da richtig Spaß haben und die Bude rocken. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und ja, das wird auf jeden Fall gut. Zoome ich euch ein bisschen ran, dass ihr seht, was ich da am Auge mache. Ich nehme dann Burnt Orange, das ist dieser Ton hier. Den gebe ich mir jetzt in die Lidfalte. Und ihr seht schon, sehr gut pigmentiert. Ist auch nicht so struggelig wie die Subculture. Also die ist eher so wie die Modern Renaissance. Sehr ähnlich. Also wer die Modern Renaissance hat und dieses Finish mag, diesen Aufbau mag, der wird es auch mögen. Also der kommt damit klar, sagen wir mal so. Genau. Da sieht man, wie wichtig es ist, dass man einen Primer trägt. Dann würde ich Sienna nehmen. Ich sage ja, mit dem kann man einfach einen perfekten Alltagslook kreieren oder auch was Dramatisches. Das ist ja egal. Genau. Und darauf freue ich mich einfach mal, ja, was anderes sehen, den Kopf frei kriegen, was anderes denken. Ja, ich weiß, ich würde auch gern irgendwie mal wegfahren, also in, ja, Urlaub und so. Das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Weil, ob das Geld reicht für den Urlaub, ist halt doch immer teuer. Gucken wir mal. Und ja. Dann nehme ich Mulberry. Mulberry? Mulberry. Das ist so ein schönes Braun. Das ist eigentlich so die perfekte Palette für mich. Ich liebe ja Brauntöne. Und schon beim Sneak Peek für die Palette dachte ich, ja. Das soll das werden, Freunde, das soll das werden. Kommt zu Mutti, habe ich dann nur gedacht. Kommt zu Mutti. Jawohl. Sehr schön, ja. Genau. So, jetzt brauche ich noch unbedingt noch was fürs bewegliche Lid. Da werde ich, glaube ich, zwei mischen. Ja, Rose Pink und Sultry. Das sind diese zwei hier. Also,
das und das. Genau. Ich finde das so schön. Aber man hat kaum Fallout, ne? Also kaum eigentlich, wenn man es so will. Es ist kaum Fallout. Also würde ich jetzt mal so sagen, dass es kaum Fallout hat. Ja. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen besser verblenden. Gefällt mir das jetzt nicht. So. Perfekt. Dann den Inner Corner, nämlich Tempera. Diesen weißen. Den setze ich mir auch unter die Augenbraue. Genau. Sehr gut. Oh, mein Hals. Und jetzt habe ich den Sponge vergessen anzufeuchten, nicht Dummi. Was mache ich denn jetzt? Dann mache ich das kurz und bin gleich wieder da. Ich rolle geschwind zurück. Weil wenn man das nicht anfeuchtet, dann ist es ein bisschen doof. So, jetzt habe ich, der ist von Essence übrigens. Ja, der ist ganz gut, soweit. Und als Foundation nehme ich die Gendered Up Sheer Nude Make-up Foundation. Warum hängt da jetzt ein Haar dran? Ja, in der 010. Finde ich ganz gut. Das ist so ein bisschen wie eine BB-Cream. Ja, so ein bisschen. Eigentlich ganz gut. Genau. So, dann mache ich mir hier ein Tüpfelchen hin. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen. Ja, gehe ein bisschen raus. So, na. War ja nur jetzt für die Augen. So, dass man das so ein bisschen im Ganzen hat. Und dann verblende ich das mit dem Sponge. Und dann steht noch was anderes an, und zwar. Und das habe ich mir lange überlegt. Die Motivsuche hat auch eine Weile gedauert, bis ich da fündig geworden bin. Habe mir extra Pinterest aufs Handy geladen und habe tausende Motive, Arten, alles Mögliche rausgesucht und habe da geguckt und verglichen und gemacht und getan und gespeichert. Und ach ja, ich habe so viel gemacht. Ja, im Endeffekt habe ich mich dann für eine Rose entschieden, die ich mir tätowieren lassen möchte. Ich weiß noch nicht ganz wohin, aber ich meine, die Stelle wird sich schon finden, denke ich. Also da habe ich jetzt keine,
keine Sorgen, dass ich diese Stelle jetzt nicht finde. Ja, auf jeden Fall so eine schöne kleine verschnörkelte Rose, vielleicht hier hin oder hier. Ich bin mir noch nicht sicher genau wo, aber die Rose soll es werden. Soll also ein bisschen den Neuanfang symbolisieren. Neuer Abschnitt. Ja, das soll es eigentlich werden. Und klar habe ich ein bisschen Muffsausen, aber ich denke, das werde ich hinkriegen. So, jetzt machen wir uns noch die Augenbrauen mit der Brow Attitude Palette in der Farbe ja, Brunette. Und man sieht, die ist ganz schön abgeliebt schon von mir. Da gehe ich einmal in dieses Wachs und fixiere mir das hier erstmal. Und dann gehe ich in die helle und in die dunkle Farbe rein und fülle mir das aus. Ja, und ein Tattoo-Studio habe ich schon. Das war kein Problem, das zu finden, weil meine Schwester und mein Schwager gehen dahin und sind sehr zufrieden. Und ich habe mir auch die Bewertungen durchgelesen auf Facebook und auch bei Google, also direkt auf der Seite quasi. Und hat mich sehr überzeugt. Die Arbeiten sind schön, gefällt mir. Und ja. So ein kleines Tattoo. Eins zumindest erstmal. Mal gucken, wie ich es finde, ob ich dann noch ein zweites irgendwann will. Ich weiß es nicht, aber jetzt erstmal. Erstmal eins. Genau, und das soll dann demnächst stattfinden. Genau, ich werde das Ergebnis dann, denke ich, auf Instagram posten. Also wer mir da noch nicht folgt, kann mir da gerne folgen. Steht unten in der Infobox der Name. Und ja, also Eyebrows sind on fleek. Ich liebe dieses Ding. Habe ich, glaube ich, auch schon in einem in dem Dings gesagt. In einem. Ach nö. Was ist denn jetzt? Ey, heute vergesse ich doch hier alles. Das kann doch jetzt nicht sein. Habe ich jetzt echt meinen Concealer vergessen oder was? Ey, ich bin doch ein Schaf. Also, sorry, das ist heute echt. Ja, Leidenpech und Pannen oder was? Das gibt's doch jetzt nicht. Ja. Es geht weiter. Ah, furchtbar. Also der hier jetzt. Mein Camouflage. Ah, Mann, oh Mann. Das ist ja heute wirklich Leidenpech und Pannen hier. So. Man, nimm mal diese Pickel, oder? Furchtbar. Aber dafür gibt es ja Concealer. Man sieht aus wie ein Indianer. Meine Güte. Wie Cowboy und Indianer. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf das Tattoo, glaube ich auch ein bisschen. Ja, was heißt, schieß nett, aber. Ja. Man weiß halt nicht, tut es arg weh oder nicht. Ich meine, dass es weh tut, ist klar. Und da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das tut weh natürlich. Also, das ist klar. Aber. Ich möchte es unbedingt. So, dann mit meinem Banana Powder. Banana Foam.
naja, schön bakey bakey machen. Dum 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 dum. Na, meine Schwester wird mich begleiten, wenn es soweit ist. Weil ich weiß nicht, wo es ist. Ich kenne mich da nicht aus in der Stadt und deswegen hilft sie mir, begleitet sie mich so. Das war gemeint. Und sonst lassen wir das ein bisschen einziehen, Freunde. So. Jetzt nehmen wir wieder, was nehmen wir dann jetzt? Akustisch oder rustisch? Nehmen wir Sienna. Das, was wir da oben auch benutzt haben. Ne? Und tun wir das einfach hier runter. Also, wunderbar, das ist ein richtig schöner, softer Look. Hat ja auch seinen Namen bekannt, ne? Soft Glam. Oh, ich finde das so schön, ne? Richtig schön. Brown, Brownie. Also, jetzt ziehen wir uns noch einen Lidstrich. Alle Produkte findet ihr wie immer unten in der Infobox. Yeah. So, jetzt müssen wir uns konzentrieren, weil sonst geht der Lidstrich wieder in die Binsen. Jawohl. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was Make-up ausmacht. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt nehme ich meinen Espresso von Manhattan. Und färbe mir und ich denke halt auch so ein kleines Tattoo. Das wird ja auch nicht lange dauern, denke ich. Es ist klein. Ich denke, da kriege ich auch sofort. Kann die sofort loslegen, wenn ich da reingehe. Weil dann habe ich keine Zeit mehr, mir es anders zu überlegen. Dann muss ich sofort. Dann bin ich sofort drin. Ja. Das ist schön. Ja, jetzt sieht man nicht mehr aus wie. Irgendwie die, wie ein Schlutzkrapfen, sondern es ist jetzt wieder normal. Den Rest pudere ich mit meinem Pure Nude Powder ab. Ja. Ding, 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 ding. Banana Phone. So, und das reicht schon. Dann ein bisschen ins Käsebrotgesicht eine Palette, und zwar die NYX Contour Palette. Ich denke, ihr kennt sie alle. Da nehme ich das erste Tönchen. Das erste Tönchen, um mir etwas Frische ins Gesicht zu zaubern. Dass ich nicht aussehe wie eine Kalkleiste. Dass sich das Make-up hier auch irgendwo lohnt. Ich muss unbedingt mal so ein Tops und Flops Video wieder machen, so favoritenmäßig. Echt, das muss ich echt wieder machen. Ich weiß, ich bin da total selten und nicht hinterher, das weiß ich. Aber wie gesagt, das kommt noch. Das verspreche ich euch, das kommt noch, das kommt noch. So, jetzt sind wir wieder frisch, Freunde.
Freunde. Ja, und dann einen aprikotfarbenen Blush. Den gibt es leider von Catrice nicht mehr, diesen Defining Blush 050 Apropos Aprikot. Den hat ja Catrice aus dem Sortiment genommen. Was ich absolut nicht verstehen kann, warum Catrice das gemacht hat. Ich glaube, den hatte damals jeder in die Kamera gehalten und dann gehortet, wo es hieß, der ist fort. Und dann ist jeder ausgerastet und hat sich Backups geholt, aber ich nicht. Ich habe nur noch den. Und wenn er alle ist, ist er halt alle. So. Jetzt benutzen wir diesen Highlighter, den ich in der Glossy Box hatte. Diesen Karl Lagerfeld Model Co. Highlighter. Das ist der hier. Der sieht so aus. So was Rose Goldenes. Dann nehme ich den. Also das ist echt so ein Fächerpinsel. Ist perfekt für Highlighter. Mal gucken, was der kann. Okay, glow ich jetzt bis ins Weltall oder nicht? Oh doch, schön. Ja, das ist nicht so krass, es geht. Es geht nicht. Oh ja, der ist schöner Highlighter. Ein bisschen Nose Highlight. Lippenherz. Sehr schön. Ich weiß, mit dem gelingt es einfach perfekt. Das gelingt es einfach. Oh ja. Das ist ein feiner Highlighter. Sehr schön. Mal gucken, wie lange der hält. Bin ich gespannt. So, jetzt fixiere ich das noch alles, bevor ich die Wimpern tusche. Oh. Tschüss. Oh, das ist so erfrischend. Gerade auch, wenn es warm ist. Oh. Dann nehme ich meine Fortslash X-Farbe Extreme Resist. Von L'Oreal, die ist echt gut. Hat wie gesagt zwei Seiten. Die eine Seite ist wie so ein Topcoat. Ich glaube, das habe ich im letzten Video schon gesagt. Im letzten Schminkvideo. Also einfach halt dann hier so Tuschi-Tuschi. So, das ist jetzt quasi die erste Schicht von der Tusche. Dann kommt die zweite. So sieht es dann aus. Es sind so Fasern, die sich dann so dranhängen an die Wimpern. Ich finde das mega schön. Das gleiche mache ich natürlich auch auf der anderen Seite, weil sonst sieht es ja irgendwie nicht aus. Damit kann man gut die unteren Wimpern auch tuschen, finde ich. So, die zweite Schicht. Oh, mein Hals. Furchtbar, echt. Ich bin ja froh, dass mir die Stirnhöhlen nicht mehr wehtun. Ich hatte da voll die Stirnhöhlen. Schmerzen die Woche. Mann. Die Erkältung, die will einfach nicht raus. Die will einfach nicht raus. Die stoppt irgendwo und will nicht raus.
So, das wären jetzt die Wimpern mit dieser Mascara. Ich finde das wahnsinnig schön. Sehr gut auf jeden Fall. Und dann machen wir uns ein bisschen Nude auf die Lippe. Hatte ich auch in der Glossy Box. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Farbe das ist. Nur die Marke Osa Beauty. Und das ist so ein Nude-Ton. Ja. Ja. So. So. So, wir sind fertig. Das ist mein Look mit dieser schönen, schönen Palette. Ich kann nur sagen, ich finde sie mega gut. Die Farben sind sehr schön pigmentiert und man kann damit sehr, 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 sehr schöne Looks kreieren. Wie gesagt, ich habe sie bei Anastasia UK bestellt. Mittlerweile gibt sie, glaube ich, auch bei Douglas, aber ich weiß nicht, ob die da ausverkauft ist. Ansonsten eben halt bei, ich glaube, bei Cult Beauty gibt es die auch. Ich glaube, Beautylish auch. Und wie gesagt, Anastasia UK. Genau. Und da das UK ist ja, England ist ja immer noch Europa. Von daher braucht die auch nicht so lange, bis die hier ist. Also es war ein paar Tage, dann war die hier. Aber ich bereue echt keinen Cent. Ich finde die mega gut. Mega gut. Wer von euch hat die Palette sich auch gekauft? Wie findet ihr sie? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Und ja, dann war es das mit dem Style and Talk. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch